Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Manche Dinge sind einfach nur praktisch. Beispielsweise nackt auf Urlaub zu den Kannibalen fahren hat einfach den Vorteil, dass sie einen quasi gleich in den Kochtopf werfen können. Aber in diesem Fall ist es Laura Jemser, die hier nackt unter Kannibalen ist. Wobei das in dem Fall quasi gar nicht absehbar ist, weil es ist ja nur ihr Körper auf dem Frontcover von dieser Videokassette. Weswegen man gar nicht weiß, wie viele Kannibalen da oberhalb von ihr sind. Dabei finde ich in dem Fall übrigens interessant, dass es sich bei diesem Film um einen handelt, der das allererste Mal im Jahr 1983 auf den Index für jugendgefährdende Medien gesetzt wurde, der dann 2000 erst als Videokassette von Astro sogar beschlagnahmt wurde und natürlich bis heute gemäß § 131 StGB beschlagnahmt ist, dafür allerdings einer der wenigen Kannibalenfilme ist, übrigens auch bekannt unter dem Titel Emmanuel and the Last Cannibals, was natürlich sehr gut passt, der auch in meiner Sammlung einen Platz hat, weil es sich um einen Film ohne Tiersnaff handelt. Im deutschsprachigen Raum ist der Film beispielsweise über X-Rated als Hardbox Nummer 13, als, heißt sogar der erste Teil der Joe D'Amato Serie Nummer 1 tatsächlich, mit dem Cover B erschienen, beziehungsweise gibt es da auch noch ein paar wunderschöne gezeichnete alte Video- und Kinoplakatmotive, aber ich habe trotzdem irgendwie die alten Mediabooks von XT-Video ausgelassen. Die waren ja tatsächlich wattiert und hatten drei Discs mit an Bord. Auf der einen Seite ein 20-seitiges Tenebrarum-Booklet von Martin Beine, auf der anderen Seite natürlich den Film als DVD und Blu-ray und dann noch auf einer dritten Bonus-DVD, die Nostalgie-Fassungen, nämlich die 33-minütige Super-8-Fassung und die 86-Minuten lange deutsche VHS-Fassung. Aber heute konzentrieren wir uns mal ganz genau auf die Kult-Video-Auflage zu diesem Film, die wir von Eurovideo bekommen haben. Da war die Erstauflage noch eine von diesen gelben Großboxen und erst die zweite Auflage war eben dieser klassische, ich sage jetzt einmal, Silberrücken dazu, wie man es von Eurovideo bzw. auch Bavaria gewohnt ist. Da sehen wir einfach die totale Frontalaufnahme von Laura Jemser, wobei interessanterweise ihr Schambereich auf der alten Videokassette tatsächlich durch das Eurovideo-Logo und durch diesen Fernseheinspieler noch verdeckt war. Da war das Artwork quasi ganz einfach noch ein bisschen weiter herangezoomt, aber IMC hatte sich dann für diese Neuauflage gedacht, Boncho, Doncho, und hat dieses Artwork eben ein bisschen herausgezoomt. Dabei ist allerdings hier wirklich schön zu sehen, dass dieses Cover-Artwork in absolut hervorragender Druckqualität vorliegt, dass eben auch dieser wundervolle Rahmen hier sehr schön erhalten bleibt. Auch der Titelschriftzug wird genauso dargestellt, wie wir das von der Videokassette gewohnt sind, beziehungsweise gibt es dann eben auch hier denselben gewohnten Spine, wie wir das von den ersten 30-plus-Veröffentlichungen aus der IMC Redbox Edition hatten. Und auch das Backcover übrigens wurde hier 1:1 der alten VHS-Kassette nachempfunden. Diese drei Bilder, eben das auf gezoomte Bild, kann man fast sagen, wo eben neben Laura Jemser dann auch noch ihr Mann und Leinwandpartner Gabriele Tinti zu sehen ist. Das ist hier oben quasi als Banner, beziehungsweise gibt es dann auch noch das Bild von ihr mit der Schlange und dieses andere Bildchen hier. Das ist genau dieselbe Bildauswahl. Man hat auch hier tatsächlich diesen GEMA-Text wahnsinnig originalgetreu nachgebaut. Man hat hier die individuelle Limitierungsnummer von den 250 Stück dazugefügt, beziehungsweise auch hier sehr schön, fast 1:1. Die Inhaltsangabe natürlich hier nur mit ein paar technischen Details zur Blu-ray-Umsetzung. Das ist in meinen Augen wirklich absolut wundervoll. Und es freut mich, dass diese IMC Redbox-Reihe, die ich persönlich ja wirklich, wirklich schätze, ich glaube, man kann es erkennen, dass ich diese Reihe wirklich, wirklich schätze, endlich wieder gibt und dass es auch endlich eben neue Releases daraus gibt. Aber schauen wir mal, was uns denn im Inneren von dieser Edition erwartet. Da gibt es natürlich standardmäßig auf der rechten Seite einfach die Disc. Dabei handelt es sich um dieselbe Blu-ray, die natürlich auch im Mediabook dabei war. Ein Repack der Blu-ray von XT-Video. In dem Fall natürlich die klassische Hauptfilm-Blu-ray ausgestattet mit dem Film als ungekürzte Fassung in HD-Qualität. Aber
Es gibt noch, damit das quasi zu der Redbox und der VHS-Hülle passt, den klassischen Einleger von IMC. In diesem Fall mit Werbung zu den nächsten Titeln, wo man eben sieht, dass neben Nackt unter Kannibalen auch noch die anderen Teile aus der reitenden Leichen-Reihe veröffentlicht wurden. Die Nacht steht ja bereits in meiner Sammlung. Die Rückkehr wurde zeitgleich mit Nackt unter Kannibalen veröffentlicht und den Rest werden wir wahrscheinlich ebenfalls dann noch bekommen. Aber neben diesem Einleger gibt es dann auch hier noch ein Original-Kinoplakatmotiv quasi als kleine, ein Videoplakatmotiv kann man fast sagen, das ist das. Nehmen wir mal an, italienische Kinoplakat, doch, das dann zum Beispiel von X-Rated als Videocover auch noch verwendet wurde. Aber auch das natürlich ein absoluter Klassiker eben aus der Bauchpinselszene im wahrsten Sinne des Wortes, die hier ganz eindeutig vom italienischen Kinoplakat natürlich auch nachempfunden wurde für die alte Videokassette. Aber ich muss sagen, als Retro-Fan mochte ich die IMC Redbox-Reihe eigentlich immer sehr gerne, auch wenn es eigentlich nur Repacks waren und dadurch Filme, die ich immer zwangsläufig doppelt hatte, vielen Dank. Finde ich es trotzdem irgendwie cool, dass die Reihe weitergeht und werde wahrscheinlich auch noch ein paar weitere Titel daraus in meine Sammlung aufnehmen.